Diesem Video geht es darum, wie kann ich ein Rohr als ein Einzelflächenobjekt erzeugen, das auf der einen Seite eine kreisrunde Öffnung hat und auf der anderen Seite eine elliptische Öffnung hat und eventuell auch noch ein bisschen gebogen ist. Und ich lösche das mal. Die Idee ist erstmal, Ausgangspunkt ist erstmal ein Sketch. Und wenn der Sketch die richtige Dimensionierung hat, dann kann man aus so einem Sketch dann zunächst erstmal eine Bézier-Kurve machen, die sehr genau einen Kreis annähert. Das sieht jetzt mal so aus. Und mit solchen Objekten könnte man jetzt was Größeres aufbauen. Ich lasse das wieder mal verschwinden und ich blende mal die vorbereiteten Objekte alle ein. Sind also schon mal alle da. Was jetzt da ist, ist außer diesem einen Kreis, was wir gesehen haben, gleich zu jedem Objekt noch zwei weitere Kreise. Und zwar sollte es so sein, dass wir sagen, ich blende mal ein paar aus. Ich habe den Kreis, der die Fläche beschreibt, und ich habe dann zwei weitere Kreise, die den Tangentialübergang von diesem Kreis in die anderen Richtungen beschreiben. Das heißt, das wäre quasi hier eine Verjüngung des Rohres. Genauso gut könnte ich hier sowas machen. Drei gleich große Kreise bedeutet, es ist hier ein Rohr, wo sich der Radius nicht ändert. Und wenn ich zwei solche Sachen nebeneinander schalte, in dem Fall wäre das einfach ein Rohr mit konstantem Durchmesser, das durchläuft. Und ich habe hier unten nochmal einen Fußpunkt, wo ich ein bisschen abflache. Und ich habe oben eine Decke obendrauf. Also das sind die Grundelemente. Und aus diesen Grundelementen wird jetzt einfach, in denen ich die auswähle, sowas Ähnliches wie ein Sweep oder ein Loft erzeugt. Sieht dann so aus. Was jetzt noch fehlt, ist hier unten die Fläche ist nicht zu einem Volumenkörper geschlossen, sondern die hat hier ein Anfang und Ende. Und ich schließe das ganze Ding mal und dann entsteht so ein Objekt. Okay, und dieses Objekt kann ich mir jetzt einfach mal die Geometrie anzeichnen lassen, indem ich sage, ich möchte die Streifen, die für die Konstruktion zuständig sind, mal darstellen. Dann sehen wir die hier. Ich blende das Objekt aus und mache von dem Objekt nur ein Gitternetz. Dann sehen wir das. Diese roten und blauen Streifen, die laufen genau auf der Oberfläche und die roten Streifen, die habe ich durch meine Sketche definiert. Wenn ich also hier mal diesen Sketch 1 einblende, dann sehe ich, dann läuft der mittlere gelbe Streifen genau, der mittlere gelbe Kreis genau auf dem Streifen. Und das gleiche ist also auch bei den anderen der Fall. So. Ich kann jetzt die Gestalt ändern, indem ich jetzt einfach hergehe und so, ich nehme jetzt so einen Streifen und verschiebe den hier nach oben. Und da merkt man einfach, wie jetzt das ganze Objekt hier an der Stelle nach oben enger wird. Gleiche kann ich auch mit dem unteren machen, mit dem hier kann ich ein bisschen nach oben verschieben. Und da wird der Fuß, diese Ausdickung etwas nach oben gezogen. Und ich könnte auch oben die Decke nehmen und könnte sagen, ich drehe das mal ein Stück. Und dann verformt sich das. Das heißt, indem ich meine Grundelemente der Konstruktion bewege, verändert sich das Layout des Volumenkörpers. Und ich kann jetzt auch die Geometrie beeinflussen. Und zwar ist es so, schauen wir uns das hier unten mal an, der obere Ring, der hier definiert also den Tangentialübergang von diesem Ring aus. Und ich gehe jetzt mal her und ändere da mal was.
Ich könnte also jetzt suchen, ich möchte den hier oben vergrößern. Da habe ich einen Skalierungsfaktor in Prozent und ich sage mal, ich ändere den x-Wert hier mal auf 300 und dann sehen wir, dass jetzt hier diese Kurve hier breiter wird und zwar nur in x-Richtung und man sieht auch, dass diese rote Streifen in x-Richtung jetzt nach außen spreizt, während dem in y-Richtung bleibt er immer noch konstant. Und ich habe die entsprechende Verformung hier bei diesen blauen Bändern. Und das nächste, was ich machen kann, ich kann jetzt diese Tangentenhilfslinie auch weiter nach oben verschieben. Da habe ich die Position da, die steht momentan auf 1400. Jetzt mache ich die mal auf 3400. Und dann zieht sie noch um und damit wird diese Tangente jetzt wieder flacher, wird aber dann noch hier oben angenähert und passt da oben zusammen. Schauen wir uns die Fläche an und schalten die Map jetzt mal aus. Dann haben wir jetzt diese Form und wir können uns auch mal halt hier unten sind wir. Wir können uns das mal in Krümmungsbild anschauen, dann sieht es so aus. Und man kann diesen Übergang jetzt also symmetrisch machen, dass die beiden Tangenten nach rechts und nach links genauso ausgestattet sind. Man könnte aber auch hergehen und könnte sagen, ich mache diesen Übergang nicht symmetrisch. Und in dem Fall habe ich dann hier drin so einen Knick. Also ich kann hier harte Kanten erzeugen und ich kann die aber auch gerade durchgehen lassen. Machen wir das Zebra-Tool wieder aus. So, den gleichen Effekt hat man dann oben auch. Das ist hier oben bei der Öffnung. Ich blende jetzt mal alle Sketche wieder aus, dass wir nur das Bild der Fläche sehen. Könnte ich jetzt hergehen und könnte sagen, diese Übergang, den ich hier oben habe, den möchte ich jetzt auch hart machen. Also ich schalte die Symmetrie aus und dann habe ich hier einen Knick drin. Moment, wir brauchen den hier. Den machen wir jetzt nicht symmetrisch und dann sieht man, man hat jetzt hier oben eine harte Kante. Und wenn ich den symmetrisch mache, also die Tangenten anpasse, halt, bin wieder auf dem falschen, den muss ich symmetrisch machen. Dann habe ich hier eine ordentliche Abrundung.